Hallo zusammen, hier ist Jan von Brettspiel erklärt. Heute habe ich nochmal ein Solo-Play für euch und zwar von Legacy of You. Da habe ich ja schon ein Unboxing von gemacht. Das ist ein Solo-Only, also kann man nur allein spielen, Kampagnenspiel. Das heißt, wir sind hier der You, ein General, der quasi, müssen wir gleich Dämme viele bauen, um quasi der Flut entgegenzuwirken. Und wie gerade gesagt, es ist ein Kampagnenspiel. Das heißt, wir starten jetzt initial mit den Komponenten und den Karten. Es gibt allerdings ein sehr großes Story-Deck. Das ist jetzt kein Legacy oder so. Es ist jetzt nicht so, dass wir Karten irgendwie kaputt machen würden oder irgendwelche Aufkleber kleben würden, sondern man kann dann während des Spiels, während der Kampagne, kriegt man neue Karten dazu. Und kann das aber im Endeffekt am Ende wieder zurücksortieren. Dann gibt es sicherlich hier unten irgendwie kleine Zahlen, dass man quasi alles wieder zum Ausgangspunkt sortieren kann und dann eventuell auch nochmal die Kampagne durchzuspielen. Genau, ich habe jetzt das Spiel selber tatsächlich noch gar nicht gespielt, sondern mir nur die Regeln durchgelesen. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal beim ersten Spiel anfangen. Der Plan ist, dass, wenn mir das Spiel auch ganz gut gefällt, dass ich dann tatsächlich mal die ganze Kampagne durchspiele. Das werde ich dann mal versuchen, dann so eine Serie draus zu machen, dann immer einmal die Woche oder sowas in so einem Zyklus quasi immer die Videos dann hochzuladen, wie ich die gerade spiele. Genau, das ist jetzt erstmal der Aufbau vom ersten Spiel sozusagen. Die Kampagne funktioniert so, dass man quasi hier so Sieges- und Verlustkarten hat. Das heißt, wenn ich das Szenario jetzt gewinne oder das Spiel gewinne, würde ich eine von den Karten kriegen. Lese mir dann auch hier die es gibt so ein Storybuch, da würde ich mir den Eintrag dazu durchlesen. Wenn ich verliere, dann die Karte und ich gewinne die Kampagne quasi, wenn ich insgesamt 7 Mal gewonnen habe und die Karte freigeschaltet wird. Oder ich verliere dauerhaft, also dann die ganze Kampagne, wenn ich 7 Mal verloren habe. Dann würde ich quasi dann die Kampagne die Karte hier durchlesen. Genau, dann das dazu. Jetzt spielen wir aber natürlich erstmal ganz normal. Ich werde das einfach während des Spiels so ein bisschen erklären, was passiert. Es gibt hier auch auf der Rückseite des Regelheftes eine ganz gute Übersicht, wie so eine Runde funktioniert. Generell, wie gesagt, müssen wir jetzt hier die verschiedenen Dämme bauen. Das sind quasi hier immer diese Karten. Das heißt, wir befinden uns gerade hier. Ich kann es vielleicht so hinlegen, sieht man dann mit der Kamera ein bisschen besser. Hier kommt die Welle, hier ist unser Boot. Ich kann jetzt quasi den Damm irgendwann bauen. Dann würde ich die Karte wegnehmen und ich gehe quasi zum nächsten Feld über. Wenn mich irgendwann die Welle einholt oder überholt, dann ist die Kampagne verloren. Die Kampagne ist auch verloren, wenn hier oben Barbaren überliegen. Das sind quasi der Stapel mit Barbaren. Hier starten wir schon mit einem Barbar. Dann hätte ich auch verloren. Oder wenn, was war die letzte Bedingung? Wenn hier unten der Stapel leer gegangen ist. Das sind quasi so ein bisschen der Timer im Spiel, weil hier gehen dann nach einer Zeit quasi die Karten weg immer. Genau, da fangen wir einfach mal an. Als erstes beginnen wir mit dem Harvest, also mit der Ernte. Da gucken wir jetzt hier hin. Hier würden wir was kriegen, wenn wir quasi die Häuser gebaut hätten, würden wir quasi hier bestimmte Ressourcen kriegen. Das haben wir jetzt natürlich noch nicht. Wir kriegen hier Ressourcen für jedes der lilanen Gebäude, die wir gebaut haben. Das haben wir auch noch nicht. Deswegen gucken wir einfach hier unten in den Bereich rein. Hier heißt das, dass ich jetzt 4 Karten von dem Stapel ziehen kann. Dann bekomme ich einen weißen Arbeiter, ich bekomme eine Muschel und ein Proviant, glaube ich, heißt das. Genau, die 3 Sachen habe ich. Das passiert nicht und hier unten könnte man noch Karten drunter schieben, da haben wir auch noch keine. Genau, das war dann schon das Einkommen. Jetzt gehen wir dann zu den Haupttätigkeiten, nämlich den ganzen Aktionen. Dazu sind jetzt die Karten hier relevant. Ich erkläre einmal ganz kurz, was man hier machen kann. Ich kann die Karte jetzt einfach ganz normal einsetzen, dann würde ich ein Holz bekommen, wie er oben steht. Dann würde ich die einfach in den Ablagestapel legen. Hier heißt das der Erschöpft-Stapel, weil der Ablagestapel ist hier. Finde ich ein bisschen verwirrend. Also die könnte ich ganz normal ablegen, dann für ein Holz. Ich kann mich auch entscheiden, die komplett aus dem Spiel zu nehmen, sage ich mal. Dann kriege ich die quasi nicht mehr wieder. Dann bekomme ich aber ein Holz und dann einen weißen Arbeiter. So wird dann, wenn die Karte logischerweise dann hier rausgeht, dann ganz rausgeht aus dem Spiel, gehe ich durch dieses Deck hier schneller durch und jedes Mal, wenn ich durch das Deck einmal durchgegangen bin, hier sind 10 Karten drin, geht die Welle auch eins nach vorne. Deswegen sollte ich mich das gut überlegen.
Weil je öfter ich das mache, natürlich am Anfang, desto ja, schneller bewegt sich die Welle dann. Hier ist noch so ein Icon, das wird am Anfang ignoriert. Das ist nämlich an für dann die späteren ja, Missionen oder Szenarien, wenn irgendwelche Regeln dazukommen. Also hier diese Symbole ganz unten. Das Letzte, was ich machen kann, ist hier, und der sehe ich schon bei der Erntephase, ist das eine Fähigkeit. Das heißt, bei der Ernte kriege ich dann hier die Sachen, die jeweils hier drunter stehen. Genau, das sind die Karten, die ich so spielen kann. Außerdem kann ich hier oben die Karten auch benutzen. Die Karte hier kann ich einstellen oder higher, ich weiß jetzt gar nicht, wie es genau heißt. Dann kann ich die hier oben quasi einfach hier runternehmen. Dann wird mein Deck quasi wieder dicker. Das heißt, ich gehe langsamer durch das Deck durch. Bei der hier kann ich das umsonst machen. Wenn ich einen von den anderen haben will, muss ich halt gegebenenfalls hier die Proviant zahlen, der hier drunter steht. Die andere Option ist auch, die Karte komplett rauszunehmen. Dann würde ich aber hier nur die zwei Proviant bekommen, nicht den dritten Proviant. Genau, so kriegt man hauptsächlich Ressourcen. Mit den Ressourcen kann man dann natürlich hier die Gebäude bauen und natürlich, was ja, der Hauptauftrag ist, quasi hier den Damm zu bauen. In dem Fall brauche ich jetzt hier zwei weiße Arbeiter und zwei Muscheln, um das zu machen. Genau, dann würde ich einfach mal anfangen. Ich nehme an, es ist am Anfang natürlich gut, Einkommen zu kriegen. Daher würde ich einfach mal sagen, spiele ich die Karte hier aus und schiebe die hier unten drunter. Und ab jetzt habe ich ein zusätzliches Einkommen. Das heißt, in der Einkommensphase kriege ich dann immer einen Arbeiter. Weiße Arbeiter brauche ich ja vor allem, um hier den Damm zu bauen und auch für sonstige Sachen. Ich kann mir noch mehr Plätze hier freischalten, indem ich quasi hier die grünen Gebäude baue. Genau, würde ich vielleicht überlegen, eines von den Gebäuden hier noch zu bauen. Die brauche ich ja, glaube ich, genau, eins von denen oder von denen hier. Genau, die kann ich hier hinbauen. Aktuell habe ich quasi nur einen Bauplatz frei für ein Gebäude. Sobald ich den hier den Damm ausgebaut habe, wird dann quasi immer ein Feld zusätzlich frei, wo ich dann ein Gebäude bauen kann. Genau, ich würde natürlich gerne auch das bauen, aber drei Leben ist jetzt schon recht schwer. Ich habe jetzt irgendwie kein Leben auf der Hand. Theoretisch könnte ich hier oben ein Leben bekommen für zwei Proviant. Hier könnte ich ein Leben bekommen für drei Muscheln. Genau, weil das hier sind so Tauschaktionen, das heißt, die kann ich beliebig oft während des Spiels machen, dass ich oder während eines Zugs machen, dass ich hier drei Muscheln abgebe für einen von den beiden Ressourcen. Genau, ich habe noch eine Option, mit den Arbeitern auch hier auf diese Felder zu gehen. Wenn ich hier hingehe, kriege ich da die Sache, die hier abgebildet ist. Und am Anfang der nächsten Runde kriege ich den Arbeiter dann quasi wieder zurück. Also das ist ein ganz guter Weg, um den Arbeiter für irgendwas Sinnvolles einzusetzen. Genau, ich würde jetzt einfach mal sagen, ich setze einmal die Karte hier ein. Das heißt, ich kriege einen Proviant und eine Muschel. Das kann ja nie schaden. Ich würde nämlich jetzt mal versuchen, das Gebäude hier zu bauen. Dann kriege ich zumindest ein bisschen mehr Einkommen. Weil dann, genau, setze ich die Karte hier ein. Ich werfe die einfach ab für ein Holz. Und dann würde ich jetzt noch zwei Proviant ausgeben, um mir den hier, den abzuwerfen. Das heißt, ich werfe den ab, der kommt quasi nicht in mein Deck rein. Dann bekomme ich eins von den Leben. Das kostet mich aber zwei Proviant. Genau, dann was kann ich als nächstes tun? Dann habe ich hier die Ressourcen gesammelt, um das Gebäude zu bauen. Das heißt, ich bezahle einen Arbeiter, ein Leben und ein Holz. Kann jetzt eins von denen bauen. Die muss ich, glaube ich, nicht von links nach rechts bauen. Genau, habe ich gerade nochmal nachgeguckt. Die kann ich in beliebiger Reihenfolge bauen. Jetzt ist die Frage, ob ich noch einen Arbeiter haben möchte, Proviant oder hier von den Weißen. Proviant ist natürlich ganz gut, um hier die oben zu nehmen. Das ist vielleicht nicht verkehrt. Ansonsten könnte ich noch einen weißen Arbeiter nehmen. Hier kriege ich jetzt ja gleich schon einen. Deswegen würde ich sagen, ich baue einfach mal den. Dann bekomme ich einen Proviant, jetzt immer beim Einkommen. Aber auch, sobald ich hier das Feld quasi bedecke, das heißt, das habe ich jetzt gebaut, dann bekomme ich das, was drunter ist. Das heißt, ich kriege jetzt sofort einen Proviant. Dann würde ich sagen, spiele ich noch den hier aus. Da bekomme ich dann einen gelben Arbeiter. Und den setze ich auch einfach direkt hier rein. Dann bekomme ich nämlich noch einen Proviant.
Genau, mit dem Proviant kann ich jetzt hier oben nochmal überlegen, ob ich davon einen brauche. Entweder halt dauerhaft ins Deck legen, dann kriege ich keine Ressourcen, oder halt abwerfen, dann kriege ich die Ressource. Ja, ich glaube, der Gelbe ist vielleicht nicht schlecht. Ich würde es einfach mal. Ja, ich mache das einfach mal. Das heißt, ich bezahle zwei Proviant. Oder soll ich einfach die in mein Deck reinpacken? Ja, wahrscheinlich ist es besser, wenn ich einfach zwei Dinger nehme. Das heißt, ich gebe die beiden Proviant aus, um mir die beiden Karten nehmen zu können. Die Ressourcen. Ich glaube, bei der nehme ich mir mal die Ressourcen. Das heißt, ich kriege nochmal einen Proviant und eine Muschel. Und für den, die tue ich einfach in mein Deck rein. Und die hier tue ich mir auch einfach in mein Deck rein. Und jetzt könnte ich noch überlegen, jetzt gleich kommt, muss ich beim Barbaren, verliere ich nämlich ein Holz. Jetzt könnte ich überlegen, ob ich die drei Muscheln gegen ein Holz tausche, damit ich das Holz abwerfen kann. Alternative wäre, dass ich eine Karte hier vom Deck entferne. Drei Muscheln finde ich jetzt schon relativ viel. Vor allem brauche ich die Muscheln gleich, um das Ding zu bauen. Deswegen mache ich das mal nicht. Ich behalte einfach die Ressourcen. Dann würde ich sagen, bin ich erstmal fertig. Genau, das bedeutet, dass jetzt die Barbaren angreifen. Da passiert, wie gesagt, der Text hier unten drauf. Das heißt, ich muss jetzt entweder eine Karte von meinem Deck hier unten aus dem Spiel entfernen oder ich muss ein Holz abgeben. Das heißt, ich würde jetzt natürlich die Karte aus dem Deck entfernen. Das heißt, die wird einfach ausgedeckt und kommt weg. Und dann wird hier der Stapel verarbeitet. Das heißt, die rutschen quasi nach außen, also Richtung günstiger. Die Karte ist schon ganz rechts, genau, das heißt, die bleibt da. Oder geht rutschen nach links. Genau, der würde quasi rüberrutschen. Ich muss nämlich jetzt gucken, wie viele Barbaren kommen dazu. Das sind die Zahlen hier. Je mehr Dämme ich gleich baue, desto mehr Barbaren kommen jede Runde dazu. Aktuell ist es hier noch einer, das heißt, der rutscht einen nach vorne, nach links. Und ich fülle dann mit einem Barbaren auf. Und die Karten hier werden natürlich auch aufgefüllt. Genau, damit ist dann die Phase zu Ende. Und genau, es beginnt auch die nächste Runde. Das heißt, ich kriege wieder Einkommen. Diesmal kriege ich ein bisschen was mehr. Ich kriege erstmal hier einen Proviant. Hier darf ich mir vier Karten ziehen. Das heißt, ich habe noch eine Karte übrig. Das heißt, nächste Runde geht das Wasser weiter. Das heißt, ich muss auf jeden Fall diese Runde dieses Ding hier bauen. Dann bekomme ich noch einen Arbeiter, eine Muschel, ein Proviant. Für jedes lilane Gebäude eine Muschel, habe ich aber nicht gebaut, aber das hier unten habe ich. Das heißt, ich bekomme noch einen weißen Arbeiter. Genau, dann zeige ich einmal ganz kurz die Karten, die ich habe. Genau, hier habe ich noch die Möglichkeit, wieder weiße zu kriegen. Das ist vielleicht nicht schlecht. Hier Muscheln, da ein Holz. Genau, dann würde ich als allererstes mal hier oben das Ding bauen. Das bedeutet, dass ich zwei Arbeiter abgebe und zwei Muscheln abgebe. Das Boot kommt jetzt runter. Das ist quasi eine kleine Erinnerung, dass ich jetzt diese Runde schon einen Damm gebaut habe, weil ich kann maximal einen Damm pro Runde bauen. Das heißt, der kommt runter. Den Effekt hier unten kriege ich, das heißt, ich kriege jetzt sofort ein Lehm, ein Holz. Und ich muss eine Karte abwerfen wieder. Das heißt, die Karte kommt einmal weg. Und genau, die kommt wieder zurück in die Schachtel. Genau, sonst passiert ja nichts mehr. Jetzt habe ich hier eine Sache freigeschaltet, nämlich einen Tausch. Das heißt, ich kann jetzt immer zwei Muscheln gegen einen Proviant tauschen. Und ich habe ein neues Baufeld freigeschaltet. Das heißt, hier kann ich jetzt nochmal so eins dieser drei Gebäudearten bauen. Ach genau, und den hier, den habe ich natürlich auch zurückbekommen. Genau, das heißt, den Stapel, der wird gleich gemischt, sobald ich hier gleich nochmal eine Karte ziehen muss. Und dann geht das Wasser auch einen Schritt nach vorne. Das heißt, aktuell ist das dann kein Problem, dann ist das Wasser halt hier. Genau, ich glaube, es wäre natürlich ganz gut, das hier zu bauen. Da bräuchte ich aber noch ein bisschen Lehm für. Ja, also an das Leben, glaube ich, komme ich gerade nicht ran. Deswegen würde ich vielleicht mal versuchen, eins von den Gebäuden stattdessen zu bauen. Ist ja einkommensmäßig auch nicht verkehrt. Das heißt, ich spiele einmal die Karte aus. Das heißt, ich kriege einmal hier ein Holz.
Ich müsste wahrscheinlich auch mal überlegen, ob ich eine Karte ganz rausnehme, um dann auch das Rote zu kriegen. Das genau, könnte ich mal überlegen. Wobei hier oben kriege ich jetzt, könnte ich ein Leben mehr holen, ne? Das wäre wahrscheinlich nicht verkehrt. Dann würde mir noch ein Leben fehlen. Ja, genau, ich glaube nicht, sonst ist es tendenziell besser zu bauen. Dann gebe ich einfach mal zwei Proviant aus, um den hier wegzuwerfen. Das heißt, ich kriege dann sofort ein Leben. Und dann würde ich noch den hier ausspielen. Dann kriege ich einen Proviant und einen Muschel. Die Muschel lasse ich drin und gebe noch zwei Muscheln ab. Dann kriege ich nämlich mein drittes Leben. Und dann spiele ich auch noch diese Karte. Dann spiele ich noch die Karte hier. Dann kriege ich nämlich sofort einen weißen. Den lasse ich auch einfach direkt drin. Ich habe nur das obere gemacht. Dann habe ich den weißen, drei Leben und ein Holz. Und habe das grüne Gebäude gebaut. Dadurch kriege ich sofort eine Muschel. Genau, auf der Rückseite, das passiert jetzt tatsächlich. Das heißt, wir lesen uns jetzt einmal die 31 durch. Dafür gibt es hier dieses Storybuch, wo dann quasi immer hier die Zahlen stehen. Das ist jetzt die englische Variante, deswegen werde ich euch das nur kurz zusammenfassen. Genau, das ist jetzt ein ganz einfacher Text. Also ich halte das mal ganz kurz in die Kamera. Dann könnt ihr euch das durchlesen. Also hier ist jetzt der Storyteil. Also ne, wir kriegen irgendwie mehr und mehr Leute. Quasi kommen dazu und kriegen wir dazu, wir brauchen jetzt mehr Platz. Das heißt, dass ich die Karte jetzt in die History rein tue. Das heißt, die Karte ist jetzt für diese Kampagne raus. Aber ich kann jetzt quasi in die in das Kartendeck gucken und Karte 1 bis 3 nehmen und das gilt dann, habe ich dann fürs nächste Spiel zum Aufbau. Genau, das heißt, wir gehen hier in den Stapel rein und hier unten stehen die Zahlen. Das heißt, ich nehme 1, 2 und 3. Und genau, wie man sich jetzt denken kann, das sind neue Gebäude mit anderen Zahlen drauf, also alles noch ganz, ja, noch ganz klar, sage ich jetzt mal, jetzt noch keine neuen Regeln oder sowas. Und genau, die lege ich jetzt nicht aus für dieses Spiel, die sind dann beim nächsten Mal mit dabei und werden eventuell dann hier liegen. Genau, jetzt haben wir hier auch einen Arbeiterplatz freigeschaltet. Das heißt, hier können wir hingehen mit einem beliebigen, also mit einem Arbeiter einfach und dann können wir uns einen beliebig farbigen nehmen, außer weiß. Und was natürlich auch super ist, dass wir unten den Platz freigeschaltet haben. Das mache ich nämlich auch direkt mal. Dann schiebe ich den drunter. Das heißt, wir haben jetzt zusätzliches Einkommen, nämlich ein Lehm und eine Muschel. Genau, und jetzt sollte ich vermutlich nochmal mein Deck ein bisschen dicker machen. Es sei denn, ich kann jetzt noch irgendwas Sinnvolles machen. Ich könnte ganz theoretisch den Barbaren auch bekämpfen, weil ne, jetzt gleich verliere ich natürlich hier wieder Sachen. Da müsste ich den Proviant zahlen, der hier unten angegeben ist, und die Arbeiter abgeben, die hier links angezeigt sind. Das heißt, hier bräuchte ich zwei gelbe, einen roten, hier zwei rote, einen gelben. Ja, ich brauche relativ viel gelbe und ich mische ja gleich den Stapel, deswegen tue ich mir den einfach mal ins Deck rein. Dann kriege ich den nachher irgendwann und kann mir hier dann die gelbe Karte nehmen. Und genau, mit den Ressourcen hier oben kann ich aktuell noch nicht viel machen. Die schwarzen brauche ich auch aktuell für die Barbaren noch gar nicht. Deswegen würde ich einfach sagen, ich gebe zwei Proviant aus und lege die beiden einfach in mein Deck rein. Genau, damit wäre ich dann fertig. Das heißt, das Boot kommt wieder zurück auf den Fluss. Das ist wie gesagt nur der Markierer, dass ich nur ein Feld quasi bauen kann. Dann wird hier oben die Auslage gemacht. Genau, erst greifen die Barbaren an. Das heißt, ich gebe ein Holz ab. Ich gebe einfach mal ein Holz direkt ab. Und hier Leben habe ich nicht. Das heißt, ich muss eine Karte hiervon wegnehmen. Das heißt, jetzt muss ich den Stapel mischen. Jedes Mal, wenn ich mische, geht hier die Welle einen Schritt nach oben. Und genau, ist in Ordnung. Ich habe ja hier gerade den Damm gebaut. Und die oberste kommt jetzt weg. Okay. Und hier habe ich meinen neuen Stapel. Dann habe ich die beiden Sachen gemacht. Dann geht es wieder mit der Auslage weiter. Der geht ganz nach links. Die rücken auch weiter nach links. So viel Barbaren, wie ich dazu kriege. Ich kriege quasi einen dazu. Das heißt, hier wird ein Platz gemacht. Und das hier wird wieder mit Dorfbewohnern aufgefüllt. Die sind übrigens auch limitiert. Das heißt, wenn ich irgendwann das Deck hier leer habe, dann war es das.
Ach genau, was ich natürlich noch gemacht hätte, ist den eingesetzt, um mir einen anderen zu nehmen. Ich nehme mir jetzt natürlich einen gelben, weil dann habe ich jetzt gleich zwei gelbe. Genau, dann ist die Runde auch vorbei. Dann, ach genau, und ach, den, guck mal, den hätte ich auch dann daher hinschicken können. Dann hätte ich einen Proviant noch bekommen. Das wäre natürlich klug gewesen. Ja. Dann kriege ich wieder Einkommen. Das bedeutet, ich kriege hier ein Proviant. Ich darf mir vier Karten ziehen. Ich kriege einen Weißen. Ich kriege eine Muschel. Ich kriege einen Proviant. Lila Gebäude habe ich noch nicht gebaut. Hier unten kriege ich jetzt einen Weißen. Und ich kriege einen Lehm und eine Muschel. Dann sollte ich auf jeden Fall diese Runde wahrscheinlich gegen einen Barbaren kämpfen. Kriege ich sonst noch etwas? Ich glaube noch nicht. Und hier ist wahrscheinlich wichtig zu wissen, wie viele Karten hier sind. 1, 2, 3, 4. Das heißt, genau, hier muss ich auch bald aufpassen. Da geht die Welle ja schon bald wieder weiter. Ja, genau, und die kommen natürlich beide zurück. Genau, dann würde ich mal versuchen, einen Barbaren zu bekämpfen. Das heißt, ich brauche noch einen roten. Meine Hand sieht jetzt gerade so aus. Das heißt, ich kriege irgendwie Proviant, Holz und einen gelben. Rote kriege ich aktuell nicht. Das hier wäre gar nicht schlecht, ein rotes Einkommen, weil gleich will ich natürlich vielleicht auch gegen den und da, der braucht auch noch zwei rote. Aber zum Glück liegt hier einer, der mir rote gibt. Das heißt, ich würde einmal zwei Proviant ausgeben. Den werfe ich dann weg und ich kriege einen roten. Genau, dann würde ich gegen den kämpfen. Da brauche ich aber noch einen Proviant mehr. Das heißt, ich lege mal den hier einfach nur auf den Ablagestapel. Das heißt, ich kriege einen Proviant und eine Muschel. Und dann kann ich jetzt zwei Proviant abgeben. Zwei gelbe und einen roten. Und habe jetzt den besiegt. Wenn ich den besiege, bekomme ich den Effekt, der hier rechts beschrieben ist. Das heißt, ich kriege einfach drei Muscheln. Okay, also ich habe also auf jeden Fall viele Muscheln. Das heißt, jetzt würden die Tauschaktionen natürlich auch relevant werden. Genau, dann sollte ich, genau, kann ich das auf jeden Fall auch noch diese Runde machen. Das heißt, ich gebe zwei Muscheln ab und zwei weiße Arbeiter und baue das hier. Das heißt, ich kriege jetzt ein Lehm, ein Holz und muss eine Karte wegtun. Das heißt, die oberste kommt einfach raus. Und genau, die Karte kommt zurück. Ja, Nachteil natürlich, ab jetzt muss ich immer zwei Barbaren ziehen. Aber ich habe zumindest ein Baufeld frei. Das heißt, ich kann jetzt auch vielleicht hingehen gleich und das Ding bauen. Ist die Frage, ob ich an drei Holz noch oder an zwei Holz mehr rankomme. Ja, das würde ich noch schaffen, aber wobei, da brauche ich auch einen weißen. Genau, also das ist schlecht, dann habe ich jetzt gerade keinen weißen mehr. Hier kann ich ja einen hinschicken und mir einen nehmen von beliebiger Farbe, aber außer weiß. Das heißt, das bringt mir da auch an der Stelle nichts. Dafür sind die Gebäude wahrscheinlich ganz gut, weil wenn ich hier die Gebäude gebaut habe, dann kann ich hier sagen, blaue und weiße sind quasi die gleiche, also können als jeweils das andere verwendet werden. Also dafür sind die Gebäude wahrscheinlich sehr gut. Was gibt es hier noch? Hier gibt es auch noch einen weißen. Aber ja, wie gesagt, weiße komme ich, glaube ich, gerade gar nicht. Dann soll ich zumindest wahrscheinlich versuchen, hier die Ressourcen zahlen zu können. Das heißt, die lege ich mir schon mal zur Seite. Zwei Muscheln und ein Lehm, dass ich die quasi gleich einfach ausgeben kann. Könnte natürlich die Karte entsorgen und dann würde ich noch eine Karte ziehen. Das heißt, das Symbol, ich ziehe quasi noch eine hiervon. Dann könnte ich natürlich einen ziehen, der mir hilft, aber vielleicht auch nicht. Aber ich glaube, ich versuche das einfach mal. Das heißt, ich werfe die Karte ganz raus. Das heißt, ich kriege einen gelben und darf noch eine Karte ziehen. Und schauen wir mal, der gibt mir leider auch keine weißen. Ja, was ich auf jeden Fall machen kann, ist die Karten zumindest auszuspielen. Das heißt, hierfür kriege ich dann ein Holz.
Hierfür, ja, ich spiele einfach beide aus, kriege ich insgesamt dann 2 Proviant und eine Muschel. Die werden einfach abgelegt und dann würde ich tatsächlich mir einfach wahrscheinlich irgendwelche Sachen holen. Genau, ich setze auf jeden Fall den gelben ein, hier hin, dann für einen roten, weil jetzt gleich brauche ich auf jeden Fall rote. Und dann kann ich mir noch hier oben von dem paar nehmen. Ja genau, ich gebe einfach 2 Proviant aus und nehme mir alle 3 in mein Deck. Das heißt, die kommen alle hier hin. Ich weiß jetzt nicht, ob das besonders klug ist, aber ich glaube, wenn das Deck dicker ist, dann geht die Welle langsamer nach vorne. Wenn, also wenn der Stapel nämlich nachher leer ist, das ist genau, dann ist der halt leer, aber dann passiert sonst nichts Schlimmes. Man hat aber verloren, wenn der Deck, das Deck hier leer ist. Genau, dann bin ich soweit durch. Wobei, genau, den roten kann ich natürlich noch einsetzen, um mir einen Proviant zu kriegen. Genau, dann bin ich durch. Das heißt, die Barbaren greifen an. Ich bezahle die Barbaren einfach mit einem Lehm und 2 Muscheln. Also hier jeweils der andere Effekt. Dann muss ich jetzt 2 Barbaren dazulegen. Das heißt, die rücken 2 auf und ich lege 2 Barbaren dazu. Und hier lege ich natürlich dann die Dorfbewohner dazu. Die nehme ich mir dann, wobei das passiert gleich erst, genau. Ja, wobei, da sind wir jetzt eigentlich. Ja genau, der kommt noch zurück. Und genau, die beiden kommen zurück und dann nehme ich mir mein Einkommen wieder. Das heißt, ich nehme mir einen Proviant. Ich bekomme 4 Karten. 1, 2, 3, 4. Okay, das heißt, das sind jetzt die letzten Karten, bis ich wieder mischen muss gleich. Einen weißen bekomme ich. Eine Muschel. Ein Proviant. Lila Gebäude habe ich immer noch nicht gebaut. Hier unten kriege ich einen weißen. Hier kriege ich ein Lehm und eine Muschel. Genau, so, dann, ach genau, ich stehe natürlich da. Man steht quasi mit dem Boot immer auf dem nächsten Damm, der gebaut werden muss. Dann sollte ich natürlich auf jeden Fall versuchen, die Barbaren zu bekämpfen. Das wäre jetzt wahrscheinlich wichtig. Das heißt, ich bräuchte noch einen roten. Da oben liegt sogar direkt einer. Das heißt, ich bezahle einen Proviant und werfe den weg. Dafür kriege ich dann eine Nahrung. Kriege ich einen roten. Und dann bezahle ich 2 Proviant und bekämpfe den mit 2 roten und einem gelben. Bekomme dafür dann auch 3 Muscheln. Genau, habe ich den besiegt. Genau, jetzt habe ich sehr viele Muscheln, die kann ich natürlich gleich auf jeden Fall gut einsetzen. Ich würde sagen, ich baue mal hier noch ein grünes Gebäude, das heißt, ich brauche noch ein Lehm. Das habe ich jetzt gerade nicht. Aber genau, dann setze ich einfach 3 Muscheln ein. Den mache ich zu einem Lehm. Ich setze 2 Lehm ein und ein Holz. Und damit habe ich das und einen weißen. Und dann habe ich das gebaut. Dann bekomme ich hier einen beliebigen einer Farbe. Da würde ich mir dann auf jeden Fall einen roten nehmen, weil jetzt gleich für den nächsten Barbaren brauche ich auch wieder rote. Und dann gucken wir auch hier wieder drunter. Das ist jetzt die 11, das heißt, die schauen wir uns im Buch wieder an. Okay, das ist jetzt eine, ich sage jetzt mal, ähnliche Geschichte. Das heißt, wir haben irgendwelche Erkenntnisse gewonnen darüber, wie wir unsere Bäume, die Bäume, die wir fällen, besser nutzen können. Das heißt, die Karte kommt jetzt wieder in die Historie. Das heißt, die ist für das Spiel raus oder für die ganze Kampagne raus. Und wir finden jetzt Karte 40. Karte 40 und wir sehen, das ist jetzt diesmal sogar eine Wasserkarte. Das heißt, genau, die ist, glaube ich, hier unten ein bisschen besser wahrscheinlich dann. Genau, die kommt auch dann bei uns rein. Genau, dann war das das. Hier kann ich jetzt hingehen, um eins dieser 3 Sachen zu bekommen. Das ist natürlich nicht schlecht. Und ich habe hier unten einen Platz frei. Ich könnte jetzt einen... ich könnte jetzt natürlich den hier da rein tun. Für Schwarze. Schwarze werden jetzt gleich hier hinten benutzt oder benötigt.
Das hört sich für mich auch vernünftig an. Das heißt, den schiebe ich hier unten einfach rein. Das heißt, ich kriege gleich dann immer einen schwarzen Arbeiter. Wobei, ja gut, das gleich kriege ich eh schon einen. Gibt es noch irgendwas Sinnvolleres? Ich brauche jetzt gleich sehr viele Weiße immer. Da muss ich ein bisschen drauf achten. Das heißt, sie sollte vermutlich gleich auch das Gebäude hier bauen. Oder halt beispielsweise das Gebäude hier, dass ich Weiße und Schwarze quasi wie gleiche benutzen kann. Das heißt, das wäre vielleicht gleich auch nicht verkehrt zu bauen. Dann würde ich aber als nächstes mal den Arbeiter hier hinschicken. Dann kriege ich einen roten. Oder ich nehme mir einen roten. Ich kann dann auch noch, theoretisch könnte ich mir den blauen hier nehmen. Dann hätte ich genug für den. Ja, wahrscheinlich ist das gar nicht so unklug. Dann genau werfe ich, bezahle ich einen Proviant. Ja gut, ich spiele erstmal den hier aus. Kriege ich einen Proviant und eine Muschel. Und dann spiele ich ein Proviant aus, um mir den, um den wegzuwerfen. Dann kriege ich nämlich einen blauen. Den tue ich einfach in mein Deck für umsonst. Dann kann ich, ja, die Plätze kann ich jetzt nicht verwenden, aber ich glaube, das ist in Ordnung. Genau, dann würde ich hier dieses Tauschverhältnis hier benutzen. Das heißt, ich gebe insgesamt 4 Muscheln ab. Das sind dann quasi 2 Proviant. Und ich gebe die roten und den blauen ab, um genau, gegen ihn quasi ihn zu bekämpfen. Dann bekomme ich als Belohnung 2 Muscheln und ein Lehm. Okay. Dann spiele ich die Karte aus. Hier kriege ich einen schwarzen. Und ich spiele auch die Karte aus. Hier kriege ich ein Holz. Genau, hier muss ich gleich einen gelben abgeben, den ich nicht habe. Hier ein Lehm, das heißt, das Lehm soll ich wahrscheinlich verwahren. Das heißt, ich sollte zumindest noch den hier einsetzen irgendwo. Das heißt, was will ich gleich am ehesten bauen? Ich denke, ich würde gleich mal versuchen, so ein Gebäude zu bauen. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal hier hin und nehme mir dafür ein Holz. Genau, bei Lehm kriege ich gleich eh nächste Runde. Vielleicht schaffe ich dann die beiden Sachen zu machen. Wobei Holz. Vielleicht nehme ich eher eine Muschel, weil hier oben kriege ich gleich auch Holz. Ja komm, ich nehme mir mal lieber eine Muschel. Weil Muschel sind im Zweifelfall immer Sachen. Genau, dann wäre ich damit soweit fertig. Das heißt, die Barbaren greifen an. Den gelben habe ich nicht. Das bedeutet, hier muss ich einmal mischen. Und die oberste kommt raus. Und hier hinten bezahle ich dann das Leben einfach. Dann rücken die weiter. Und zwar kriegen wir 2 neue Barbaren dazu. Ups, das war falsch aufgedeckt. So. Genau, 2 Barbaren dazu und hier decke ich natürlich auch neue Karten auf. Dann sind wir fertig mit dem Auffüllen, dann beginnt auch die nächste Runde schon wieder. Das heißt, dass die beiden zurückkommen. Ich bekomme jetzt ein Proviant hierfür, ich bekomme 4 Karten. Ich bekomme noch eine Muschel und ein Proviant und einen weißen Arbeiter. Das habe ich noch nicht gebaut. Dann bekomme ich hier unten einen weißen Arbeiter. Ich bekomme ein Lehm und eine Muschel und einen schwarzen Arbeiter. Genau, ich glaube, das war's. Dann sollte ich natürlich mal hingehen und das hier machen. Ich zeige mal kurz meine Handkarten. Ja, viel Proviant. Einen blauen kriege ich. Der blaue bringt mir gerade nicht so viel. Aber schauen wir mal. Genau, das heißt, ich baue ich baue den Damm weiter. Das heißt, ich bezahle 3 Weiße und 2 Muscheln.
Das heißt, das war dann die Sache. Als Belohnung kriege ich ein Lehm und ein Holz. Und ich muss jetzt zwei Karten von hier wegwerfen. Das ist natürlich schlecht. Also mein Deck hier ist sehr, sehr dünn mittlerweile. Ich muss auf jeden Fall jetzt gleich die einfach hier dazulegen. Da passiert sonst nichts mit. Jetzt kann ich natürlich mir das hier unten leisten, wenn ich einen weißen bekommen würde. Ja, hier oben wäre es natürlich einer. Oder wenn ich den Barbaren hier besiege. Aber ich kriege aktuell keinen roten. Also hier unten kann ich einmal hingehen, um mir einen roten zu nehmen. Dann bräuchte ich aber noch einen zweiten roten. Ich kann einen weißen abgeben, um mir einen roten zu nehmen. Also das Engel sind auf jeden Fall aktuell die Arbeiter, habe ich das Gefühl. Aber prinzipiell habe ich natürlich hier schon ein bisschen was einkommensmäßig, bin ich ein bisschen drauf gegangen. Ja, alle Barbaren so zu belassen, ist wahrscheinlich auch eher schlecht. Es kommen ja gleich noch zwei dazu. Was würde hier noch freigeschaltet werden? Also hier kann ich hingehen, um noch eine Karte zu ziehen. Und hier kann ich hingehen, um zwei Muscheln mir zu nehmen. Ja, ich glaube, ich muss das schon machen hier oben. Das heißt, ich setze ein Proviant ein, um die Karte wegzuwerfen. Dann kriege ich einen weißen Arbeiter. Dann spiele ich diese Karte aus, normal. Dann kriege ich einen blauen. Dann kann ich jetzt den blauen hier einsetzen und nehme mir dafür einen roten. Und dann könnte ich den hier bekämpfen. Ja, das hätte ich eh machen können, unabhängig von dem weißen. Okay, dann mache ich das nochmal zurück. Dann habe ich mir den weißen noch nicht genommen. Genau, lege ich den einmal noch kurz zurück. Dann bekämpfe ich nämlich einfach den hier. Mit den zwei Proviant. Jetzt habe ich eins wieder. Genau, ich gebe zwei Proviant aus. Ich gebe zwei schwarze und einen roten aus und bekämpfe ihn. Das heißt, ich kriege eine Muschel. Und ich darf eine Karte ziehen. Vielleicht ist hier ja was Gutes drauf. Ein schwarzer, das ist nicht verkehrt. Die spiele ich auch direkt aus. Das heißt, ich kriege einen schwarzen. Ja, aber das Hauptproblem ist natürlich nicht gelöst. Das heißt, ich mache das trotzdem noch. Ich spiele einfach mal die Karte hier aus. Komm, die beiden werde ich eh ausspielen. Das heißt, ich kriege hier nochmal zwei Proviant und zwei Muscheln. Die werden hier hingelegt. Und dann kann ich für ein Proviant ausgeben, den wegwerfen. Kriege ich einen weißen. Und dann würde ich mal sagen, baue ich eins von den Gebäuden hier. Oder eins von den Gebäuden, das ist jetzt die Frage. Mehr Arbeiter, und das, also das hätte der den Vorteil, dass ich die Arbeiter tauschen kann. Ich glaube, ja, also das wird schon Grund haben, wieso das so teuer ist, und ich habe die Ressourcen gerade. Deswegen würde ich einfach sagen, gebe ich drei Holz, ein Lehm und den Weißen aus. Und bei uns von denen, ich würde jetzt einfach mal das Schwarze bauen. Hauptsächlich, weil ich Schwarze jede Runde bekomme. Dann kann ich im Zweifelsfall die Schwarzen als andere Farben benutzen. Wobei, eine Alternative wäre natürlich das. Dann kann ich jetzt gleich die Barbaren nämlich gut bekämpfen, wenn ich gleich Weiße bekomme. Wobei ich Weiße natürlich auch eigentlich hierfür einsetzen will. Ich glaube, ich setze den Schwarzen mal ein. Genau, den setze ich hier hin, dann kriege ich einen Proviant. Und genau, also ab jetzt zählen Weiße wie Schwarze und Schwarze wie Weiße. Genau, das heißt, ich kann den Schwarzen auch verwahren, um hier die Strafe zu umgehen von einem von den beiden, weil Schwarz ist jetzt ja wie Weiß. Ich würde trotzdem dann zwei Karten verlieren.
Aber genau, was ich auf jeden Fall mache, ist, ich gebe einen Proviant aus und hole mir den in mein Deck und den hole ich mir umsonst in mein Deck, weil mein Deck relativ klein geworden ist. Dann würde ich auch noch den ausgeben für einen Proviant. Also den ausspielen. Und dann kann ich den, genau den, nee, den möchte ich jetzt ja nicht einsetzen. Genau, dann würde ich sagen, lasse ich das so. Mehr machen kann ich, glaube ich, nicht. Dann gehen wir in die Angriffsphase. Das heißt, die Barbaren greifen einmal an. Das heißt, hier muss ich verliere ich die oberste Karte. Hier würde ich meinen schwarzen abgeben und hier verliere ich auch die oberste Karte. Dann kommen zwei Barbaren dazu, das heißt, die rücken alle rüber und zwei kommen dazu. Und hier kommen dann auch die letzten beiden von den Karten. Das Schiff geht wieder hier hin. Der Arbeiter geht zurück und dann bin ich durch mit der Runde. Das heißt, ich bekomme Einkommen, das heißt, hier kriege ich ein Proviant. Hier unten kriege ich vier Karten, das heißt, ich kriege eine Karte, muss dann mischen. Das heißt, die Welle geht nach vorne. Genau, dann ist das meine Hand. Hier ist wenigstens ein Arbeiter drauf, den muss ich vielleicht auch einsetzen für den Arbeiter. Weil das wirklich gerade meine Limitierung ist. Ich habe eigentlich sehr viele Muscheln. Dann kriege ich einen weißen Arbeiter, ich kriege eine Muschel, ich kriege einen Proviant. Und für jedes lila Gebäude kriege ich jetzt auch noch eine Muschel. Hier unten kriege ich einen weißen und einen schwarzen Arbeiter. Ich bekomme ein Lehm und eine Muschel. Genau, so, dann kann ich jetzt, also ich muss auf jeden Fall Barbaren bekämpfen, weil wenn jetzt noch zwei Barbaren dazukommen, legen hier sieben und dann, genau, habe ich auf jeden Fall verloren. Das bedeutet, ich brauche eigentlich rote Miepel. Genau, ich setze auf jeden Fall den hier ein und nehme einen roten. Und dann muss ich wahrscheinlich diesen Tausch hier machen. Setze ich einen weißen ein. Ja, aber sonst kriege ich uns irgendwo noch einen. Ich glaube nämlich nicht, ne? Ja, ich setze einen weißen ein und einen Proviant und nehme mir dadurch auch einen roten. Ich bekämpfe auf jeden Fall den, weil da kriege ich einen weißen wieder. Das heißt, ich bezahle einen Proviant. Ich gebe zwei rote und einen schwarzen aus. Und kriege dann als Belohnung eine Muschel und einen weißen. Muscheln gibt es keine mehr. Das heißt, ich sollte vorher natürlich noch schnell die Muscheln einsetzen für irgendwas. Ich setze mal zwei Muscheln für einen Proviant ein. Weil man hat tatsächlich das Limit an Tokens, die es gibt. Mehr kann man quasi nicht kriegen. Das heißt, das habe ich gerade vorher noch gemacht und dann kann ich nämlich noch eine Muschel kriegen. Genau, jetzt ist der besiegt. Ich würde dann auch mal die Karte rausnehmen. Das heißt, ich kriege ein Lehm und einen Arbeiter, einen weißen. Ich könnte jetzt überlegen, ob ich das Ding hier baue. Sollte ich wahrscheinlich auch tun. Ja. Das heißt, ich bezahle drei Arbeiter und zwei Muscheln. Und habe hier das gebaut. Den nächsten Damm. Als Belohnung kriege ich ein Lehm und ein Holz. Und ich muss zwei Karten wegwerfen. Das ist natürlich wieder schlecht, weil ich jetzt sehr wenige Karten habe. Genau, aber das ist fertiggestellt. Also das Wasser ist aktuell noch kein Problem, aber jetzt gleich habe ich natürlich sehr wenig Karten. Das super cool ist, dass ich jetzt natürlich das Tauschen hier freigeschaltet habe und auch zwei Gebäudeplätze. Hier kann ich jetzt vier Muscheln gegen einen weißen tauschen, aber ich sehe gerade, ich kriege drei dazu. Das heißt natürlich, dass ich jetzt noch einen bekämpfen müsste. Das wird natürlich recht schwer. Das wird recht schwer. Brauche ich auf jeden Fall sehr viele Muscheln.
Ich spiele auf jeden Fall mal. Ja, Ich könnte noch versuchen, ein Gebäude zu bauen. Also ich muss auf jeden Fall vier Muscheln gegen einen Weißen tauschen. Ich glaube, da führt nichts dran vorbei. Ich könnte jetzt noch versuchen, ein Gebäude zu bauen, weil wenn ich hier einen drauf platziere, kriege ich natürlich den entsprechenden. Ich könnte natürlich hier das Gebäude bauen. Das schalte ich dann frei. Hier kann ich hingehen, um eine Karte zu ziehen. Mehr Einkommen. Ist die Frage, ob ich mehr Einkommen brauche. Ich glaube tatsächlich, dass ich eher einen von den Einkommen freischalten will. Weil hier müsste ich natürlich auch wieder eine Karte drunter schieben. Das heißt, ich baue den hier. Das heißt, für einen Weißen ein Leben und ein Holz. Baue ich jetzt einfach mal den hier, dann kriege ich nämlich eine beliebige Farbe beim Einkommen immer. Und ich setze den jetzt auf den roten. So, jetzt brauche ich allerdings immer noch einen roten und einen schwarzen. Das heißt, ich muss gucken, komme ich an irgendwas noch ran. Also hier komme ich an den schwarzen ran, das heißt, ich spiele die Karte aus. Und bekomme einen schwarzen. Und dann gebe ich vier Muscheln aus, um einen weißen zu kriegen. Genau, weiße kann ich wie schwarze einsetzen. Bringt mir gerade noch nichts. Aber was ich natürlich machen kann, ist den weißen einsetzen und ein Proviant. Und bekomme damit dann einen roten. Und dann bezahle ich den roten. Den zweiten roten, den schwarzen und zwei Proviant, um ihn oder sie hier zu bekämpfen. Hier gibt es diesmal wieder eine Zahlersbelohnung, das heißt, da schauen wir mal rein, die 12. Genau, jetzt haben wir hier wieder den kleinen Flavortext, also ein harter Kampf und genau, ein bisschen Story halt. Der Barbar ist jetzt weg, also in der History, und jetzt kommt das bisschen Blöde: ich kriege zwei Schaden, aber dafür drei. Muscheln. Zwei Schaden heißt jetzt, dass ich hier die obersten beiden Karten weglegen muss. Ich kriege drei Muscheln. Das hilft mir jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig. Ich hätte es lieber so gelassen. Aber dafür kommt er aus dem Spiel, also aus der Kampagne raus. So, jetzt haben wir zumindest gleich nicht verloren, weil wir kriegen jetzt ja gleich drei Barbaren dazu. Das Schlechte ist natürlich auch ein bisschen, dass mein Deck jetzt quasi gar nicht mehr existiert, so ungefähr. Das bedeutet, und das Schlechte ist, ich verliere jetzt gleich auch noch zwei Karten. Ich spiele auf jeden Fall die beiden Karten normal aus. Das heißt, ich kriege zwei Proviant und eine Muschel. Die Karten kommen in meinen Ablagestapel. Ich bezahle auch noch ein Proviant, um die Karte zu kriegen. Und die Karte nehme ich mir auch. Und ich glaube, mehr kann ich tatsächlich nicht tun. Ich könnte theoretisch, ja, wahrscheinlich hole ich mir am besten auch einen weißen. Wahrscheinlich macht das Sinn. Ja, ich bezahle vier und hole mir einen weißen Arbeiter. Und vermutlich ist es sogar gut, den weißen einfach jetzt gleich hierfür zu bezahlen. Weil, wie gesagt, mein Deck hat jetzt nur noch fünf Karten. Das heißt, genau, da mit den vier Karten, die ich jetzt gleich ziehe, bin ich extrem schnell dann durch. Immer, deswegen lasse ich den mal hier liegen. Genau, da bin ich soweit durch. Dann kommen die Barbaren, das heißt, ich verliere einen weißen. Ich kriege einen blauen. Ich muss einen blauen bezahlen, den ich nicht habe. Das heißt, ich muss einmal das Deck hier mischen. Und ich verliere eine Karte. Und hier verliere ich ein Leben. Das Leben ist zum Glück kein Problem. Ich muss drei Barbaren hinzufügen. Das heißt, die kommen hier hin. Genau, und das dürfte jetzt vermutlich die letzte Runde sein. Ich glaube nämlich nicht, dass ich das jetzt leider schaffe. Das Schiff kommt natürlich noch da. Ich ziehe 1, 2, 3, 4 Karten. Also noch ist alles okay, sobald ich eine Karte ziehen müsste und hier keine Karte mehr ist, habe ich verloren, glaube ich. So, ich glaube, so funktioniert das. Würde ja Sinn machen. Genau, dann kriege ich aber noch einmal Einkommen.
Ich bekomme jetzt ein Proviant. Für den einen, ich könnte jetzt wahrscheinlich zumindest versuchen, das Story-Ding hier freizuschalten. Das wäre wahrscheinlich sinnvoll. Nehme mir einen gelben. Dafür nehme mir dann einen weißen, eine Muschel, ein Proviant. Hierfür kriege ich auch eine Muschel. Hier unten kriege ich einen weißen und einen schwarzen. Und ein Lehm und eine Muschel. Genau, dann bin ich. Ja, genau, das war mein Einkommen. Genau, der blaue kommt noch zurück. Das heißt, ich spiele als allererstes mal ein paar Karten aus, damit ich wieder Karten verlieren kann und nicht sofort verloren habe. Ich glaube, ja, ehrlich gesagt, ich spiele einfach alle aus und kriege einfach die Ressourcen nur. Das heißt, einen weißen, einen blauen, einen schwarzen, ein Proviant und eine Muschel. Das heißt, die liegen alle am Ablagestapel. Genau, dann ist auf jeden Fall klar, dass ich jetzt gleich die Runde nicht mehr überlebe, weil ich habe jetzt ja nur 4 Karten. Ich dürfte gar keinen einzigen mehr verlieren und sobald ich das baue, verliere ich sogar 2. Aber gut, mache ich das noch. Ich setze dann einen, ist eigentlich egal, einen blauen hier unten ein und nehme mir dafür einen roten. Den roten gebe ich aus, den gelben gebe ich aus und 2 weiße und noch 3 Muscheln. Damit baue ich das dann hier. Mir fällt gerade ein, ich glaube, das Deck wird gemischt, wenn das leer ist, hier oben das. Das wäre natürlich noch ein Unterschied gewesen. Muss ich mal kurz nachgucken. Ja, das habe ich falsch gespielt tatsächlich. Das Deck hier oben wird einfach immer gemischt. Das hätte dann eben ein bisschen was geändert, dann hätte ich mich ein paar mehr Karten bekommen. Ich hätte ja zumindest eine umsonst bekommen, das heißt, die eine würde ich einfach mal in mein Deck reintun. Weil, genau, hier lag ja letzte Runde keine Karte, die kriegt man ja eigentlich immer umsonst. Und genau, das Deck wird nämlich einfach immer gemischt und aufgefüllt wieder. Das ist also auch... ja, ich müsste mal auch nochmal gucken, wann welcher Ablagestapel, ob ich dann wirklich hier noch einen separaten Ablagestapel mache oder wann da Karten drauf kommen. Genau, aber hier steht, wenn das Deck leer ist, muss man einfach den Ablagestapel mischen und wieder auffüllen. Ja, ich mache mal so, ich muss es fürs nächste Mal dann nochmal genauer nachgucken. Wo war ich gerade? Ich habe auf jeden Fall gerade das Ding hier gemacht. Das bedeutet, ich würde 2 Karten verlieren. Das heißt, ich verliere jetzt einfach mal die Karte. Ich muss mischen. Das heißt, die Welle geht eins weiter und ich verliere die Karte. Und ich darf mir jetzt die 5 noch durchlesen. Schauen wir da mal rein. Genau, dann zeige ich euch mal hier die Geschichte. Ist diesmal ein bisschen längerer Text, dass wir quasi... genau, immer das Wasser umleiten, ja, mit den Kanälen, aber dieses Mal ist es auch passiert, dass wir das Haus von jemandem überschwemmt haben. Und genau, da sehen wir jetzt gleich, wir kriegen einmal, kommt die Karte weg in die History und wir kriegen einmal Karte 4 und 5. Da haben wir dann einmal einen Ersatz quasi für eine normale Karte. Und hier haben wir jetzt quasi dann die neuen Personen. Das ist dann storymäßig wahrscheinlich dem wir das Haus durchflutet haben. Der kommt quasi auf meinen Exhaust-Pile. Das heißt, der ist dann auch erst fürs nächste Mal. Genau, ja, jetzt schaffe ich die Runde wahrscheinlich nicht mehr, alle Barbaren-Bedingungen zu erfüllen. Ich könnte mal kurz gucken. Ich brauche ein Lehm. Weil theoretisch, wenn ich alle bestehen würde, ich habe nur noch 3 Karten. Ja gut, den kann ich halt dazulegen. Genau, kostet ja nichts. Das heißt, wenn ich jetzt alle Barbarenbedingungen erfüllen würde, könnte es theoretisch noch klappen. Also ich brauche einen weißen, einen blauen, ein Lehm, ein Proviant, Holz brauche ich noch und einen roten brauche ich noch.
Das ist ja gar nicht so weit weg, wie ich jetzt irgendwie dachte. Achso, das hatte ich eben gemischt. Ich glaube, ich hatte es gemischt. Das ist ja gar nicht so weit, wie ich dachte. Dann könnten wir das dann vielleicht doch noch schaffen. Ich brauche einen roten und ein Holz. Ich kann auf jeden Fall mit dem hier hingehen. Dann nehme ich mir einfach ein Holz. Ach so, nee, ich kriege ja 1, 2, 3. Ich müsste ja und auch noch, müsste ich drei Barbaren noch bekämpfen. Ja, nee, gut, dann wird das nichts. Dann nehme ich mal das Holz mal nicht. Gucken wir mal, ob ich noch irgendwen bekämpfen kann. Ja, ich muss drei Barbaren bekämpfen, weil, wie gesagt, wenn hier oben sieben Barbaren liegen, dann habe ich verloren. Die kosten halt auch alle echt viele Arbeiter. Und ich habe einfach nicht die richtigen Farben. Dann würde ich mal versuchen, den da zu kämpfen. Gegen den kann ich ja mit den beiden. Und dann brauche ich noch einen gelben. Ich könnte theoretisch hier etwas bauen, dann kriege ich einen gelben. Ja, das könnte ich machen. Brauche ich aber ein Holz wiederum für. Vielleicht soll ich das hier hinten mal machen. Das heißt, ich kriege zwei Proviant. Ich gebe zwei Proviant und zwei Muscheln ab und darf dann eine Karte ziehen. Die war sehr nutzlos. Die bringt mir eigentlich nur, dass ich jetzt noch mal ein Leben kriege und Leben ist so das, was ich am meisten habe. Das hat sich nicht gelohnt. Kann ich irgendwas mit dem Lehm denn machen? Nee, ne? Also die Lehmproduktion hier unten, das war irgendwie nicht so der Renner. Ja, ich mache jetzt einfach noch irgendwas. Ich kann wahrscheinlich irgendwie kann ich gegen einen noch kämpfen. Ich gebe im Zweifelfall einfach den hier aus für das hier und einen Proviant und nehme mir dann einen gelben und dann kann ich mit einem gelben und zwei schwarzen, die kann ich ja beliebig einsetzen, gelb und schwarz. Und ein Proviant gebe ich ab, dann kann ich zumindest den noch bekämpfen. Dann kriege ich zwei Muscheln und nochmal ein Leben. Natürlich nicht das, was ich brauche. Dann habe ich jetzt auf jeden Fall viel Leben, aber kann nichts mehr machen. Das heißt, dann müsste ich jetzt, genau, bin ich fertig. Dann wird einmal die negativen Sachen abgearbeitet. Weiße, also ich kann natürlich den noch einsetzen, um mir ein Holz zu nehmen. Genau, dann kriege ich einmal ein, ne, hier oben verliere ich einen weißen, habe ich nicht, das heißt, ich verliere eine Karte. Hier verliere ich ein Lehm, das habe ich ja reichlich. Ich verliere ein Proviant, das habe ich nicht, wobei das kann ich mir hier erkaufen durch zwei Muscheln. Diese Tauschsachen kann man beliebig zu beliebigen Zeitpunkt machen. Dann verliere ich jetzt ein Proviant. Also nee, genau, das habe ich gerade ertauscht. Dann verliere ich ein Holz und ich verliere einen roten. Den habe ich nicht. Das heißt, ich verliere eine Karte. Und genau, jetzt kommen quasi drei Barbaren dazu. Und sobald hier oben quasi kein Platz mehr ist, oder ich glaube, ne, wenn auch sieben hier liegen, dann habe ich verloren. So, da habt ihr noch ein paar mehr gesehen. Und genau. Dann war das die erste Partie leider verloren. Wie gesagt, hier oben habe ich ein bisschen was falsch gemacht, glaube ich, mit den Karten. Das muss ich mir noch mal durchlesen, wie das funktioniert. Hätte ich jetzt die Runde überlebt, dann hätte ich das vielleicht nächste Runde bauen können. Aber selbst dann muss ich auch noch die Runde überleben. Ich glaube, das größte Problem war so ein bisschen, dass ich nicht genug Person hatte, wobei ich eigentlich ja relativ viel Personenproduktion hatte. Da bin ich mir also nicht ganz sicher. Aber schauen wir mal nach, was jetzt passiert. Das heißt, wir haben verloren. Genau, die Karten sind zufällig gemischt. Und wir genau haben durch gucken. Genau, wenn man durch die Barbaren oder genau, hier unten steht das Symbol. Genau, wenn man quasi das Deck leer gegangen ist, das sind quasi die Karten, oder durch Barbaren verloren hat, dann liest man den unteren Teil. Das heißt, ich oder wir schauen uns jetzt die 18 an. Genau, dann zeige ich euch hier einmal das Ende des Szenarios. Ich zeige das mal ein bisschen. Ich lese das jetzt nicht komplett vor. Das ist jetzt genau so ein bisschen der Storyteil, was jetzt passiert ist, dass wir quasi gescheitert haben.
Vielleicht haben wir uns zu sehr auf den Fluss konzentriert und nicht genug mit den Barbaren uns quasi beschäftigt. Hier ist jetzt das Richtige, was passiert, sage ich mal. Das heißt, die Karte kommt jetzt in die History. Genau, das ist die Karte. So merkt man dann jetzt quasi auch, jetzt haben wir, ne, sind wir einen Schritt näher an dem endgültigen Verlieren der gesamten Kampagne. Ja, so wird es quasi getrackt, weil die Karte jetzt in die History kommt. Aber wir finden jetzt Karte 35. Genau, das ist die Karte hier. Das ist jetzt eine dauerhafte Karte. Das bedeutet, dass wir jetzt, die legen wir quasi einfach bei Spielaufbau bereit. Das heißt, dass wenn wir auf ein Feld hier gehen, immer wenn wir das machen, kriegen wir quasi zusätzlich eine Muschel dazu. Und wir können uns irgendwann mal entscheiden, dass wir diesen Effekt, diese Karte für immer verlieren, also für den Rest der Kampagne verlieren und damit einen Barbaren kaputt zu machen. Dann könnten wir quasi den linken, der Barbar, der am weitesten links liegt, kaputt machen und den durch einen Dorfbewohner ersetzen. Genau, das ist das so, muss man sich halt dann auch wieder gut überlegen, ne, möchte ich das jetzt möglichst lang das hier oben so lassen oder setze ich das dann irgendwann mal ein, wenn ich kurz vor knapp gewinne oder verliere, dann kriegt man im Zweifelsfall einen Barbaren weg. Genau, das war das erste Spiel davon. Dann würde ich sagen, ich spiele es auf jeden Fall nochmal und wie gesagt, wenn es mir gut gefällt, werde ich auch die Kampagne mal durchspielen. Man spielt insgesamt, bis man 7-mal gewonnen oder 7-mal verloren hat. Und dann werde ich die Videos natürlich auch alle zusammen in eine Playlist zusammenpacken. Dann sage ich auf jeden Fall schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal.